für 8 Personen ein Schweinekarree mit 6 Rippen, 200 g scharfe Chorizo-Scheiben, eine Zwiebel, eine Möhre, 6 Knoblauchzehen, Thymian, Lorbeer, 1 Stängel Salbei. Das Schweinekarree vom Schlachter vorbereiten lassen, das ist einfacher. Bitten Sie ihn, die unteren Knochen zu entfernen und die Knochen zu Enden zu formen, an denen man es beim Tranchieren festhält. In einer etwas ausgehöhlten feuerfesten Form im Backofen braten. Die Zwiebeln etwas anbräunen, die Möhren, den Knoblauch zufügen, dann das Karree hineinlegen und bis zur halben Höhe mit Wasser auffüllen. Den Thymian, den Lorbeer und den Salbei zugeben. An der Oberfläche etwas Salzen und Pfeffern und in den heißen Backofen, Klammer auf 200 bis 200 Klammer zu, schieben. Je nachdem wie dick es ist, 45 Minuten bis eine Stunde schmoren lassen und dabei von Zeit zu Zeit wenden. Durch das Wasser wird es nicht so trocken und wenn der Backofen nicht so heiß ist, bräunt es trotzdem. In der Zwischenzeit die Chorizo-Scheiben auf zwei Backbleche legen und im heißen Backofen grillen. Sie müssen schön knusprig sein und ihr ganzes Fett ausgelassen haben. Als Beilage zu diesem Schweinekarree hier das Rezept für Kartoffelpüree mit Oliven. Nehmen Sie pro Person etwa 150 Gramm Kartoffeln der Sorte Rosewald oder Belle de Fontenay. Schälen, in dicke Würfel schneiden und zum Kochen bringen. Mie, leicht gesalzenem Wasser knapp bedecken. Danach mit Krümelfreiche bis zur halben Höhe auffüllen und zur Hälfte einkochen lassen. Die Kartoffeln müssen Klammer auf